Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Zwischenvideo. Das Video sollte eigentlich heute gar nicht kommen, es sollte eigentlich gar kein Video kommen, weil es kam ja gerade erst das Ironman Challenge Video und morgen kommt ein Serverrund, blubsch. Aber diese News hier, die muss man teilen. Und Leute, ich komme gerade aus einer heftigen Masturbationssession. Ich liege auf Trockeneis. Oh, also das, die Nachricht hier oben ist erstmal egal. Gucken wir erstmal hier unten. Also, ich lese vor. Ostern steht vor der Tür und auch Shakes and Fidget bereitet sich auf die Feiertage vor. Dabei dürfen selbstverständlich auch die Geschenke nicht fehlen. Zwischen dem 25. und 28. März 2016 habt ihr Zugriff auf alle Events, die sonst nur an speziellen Wochenenden verfügbar sind. Gleichzeitig. Leute. Ihr werdet es... Ich sage es euch jetzt nochmal. Ich habe so viel Druck auf den Eiern. Rein Shakes and Fidget technisch. Ich möchte unbedingt Dungeons prügeln auf W7. Unbedingt. Oh, es ist so dringend. Es ist so dringend. Ich kann euch das kurz zeigen, ja. Ich stehe kurz vor Stufe 99. Das werde ich heute noch. Und dann müsste ich einen Dungeon schaffen, damit ich vielleicht morgen den Kloschlüssel finde. Und mein Equip ist so scheiße und ich warte nur auf diese verkackte 20% Aktion, um endlich aufladen zu können. Und in der Gilde geht's gleich übelst ab. Hier geht's. Also die Freude ist groß und bei mir ist auch die Freude sehr, 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 sehr groß. Und das freut mich natürlich sehr. Und damit ist der Stream besiegelt. Und das könnt ihr noch gar nicht wissen, weil der Server und Lubsch kommt erst morgen, den ich heute Nacht aufgenommen habe. Ihr habt es vielleicht im Extreme-Video gesehen, aber es wird einen Livestream geben und ich werde ab Freitag livestreamen. Wir werden es ausprobieren. Ich werde doch keinen Teststream davor machen. Wir werden livestreamen, ja, alles klar. Wir fangen mit dem Event an. Ich hoffe, wir schaffen da noch ein paar Raids auf W7, dies und das. Und dann kann ich endlich Pilze aufladen. Leute, es sind nur noch, heute ist Dienstag. Morgen und übermorgen muss ich nur noch mit den scheiß Kack-Restpilzen überleben und dann wird aufgeladen. Heilige Mutter Gottes, danke, danke, danke. Es ist für mich so erlösend, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und es ist für viele aus der Gilde auch erlösend, weil viele gerade auf dem Schlauch stehen. Und ja, das ist schon mal die erste wichtige News. Also, wenn ihr Non-Pilzer seid, spart euch die Pilze an, damit ihr am Wochenende 25, 26, 27, 28, 4 Tage lang 300 Alu ballern könnt. Hätte ich das gewusst, hätte ich am Server und Flubsch nicht so viele Pilze rausgeballert. Aber das seht ihr alles morgen. So, kommen wir jetzt zu den anderen News. Da freue ich mich auch drauf, denn wenn ich dieses kleine Ding hier sehe, dieses kleine Spazilein, dann möchte ich das auf jeden Fall schon in meine Sammlung hinzufügen. In Kürze könnt ihr elementare Hilfe in Anspruch nehmen. Zur Unterstützung gegen fiese Monster und gegen andere Helden stehen euch dann Tiere zur Verfügung. Ihre Energie aus den fünf Elementen Feuer, Wasser, Erde, Licht und Schatten ziehen. Sobald die verschiedenen Pets aufgespürt und gestärkt sind, können sie eigene Dungeons erkunden, ihre Stärke im Kampf mit Widersachern messen und sogar die Fähigkeiten eurer Accounts verbessern. Was es mit den Pets genau auf sich hat, verraten wir euch dann in den kommenden Wochen, wenn das Release näher rückt. Eine tolle News. Es war mir schon wieder klar, dass es irgendwas mit Pets gibt. Shakes and Fidget nimmt sich ja ein bisschen immer die Inspiration aus World of Warcraft. Das sieht man ja mit Schattenwelt ist so heroische Dungeons, Begleiter, dies und das. Also man hat da, ja, man hat da schon ein bisschen Sockel natürlich auch. Es wird bestimmt irgendwann auch so eine Art Transmogrifikation geben und vielleicht ein Umschmiedesystem, wie auch immer. Und das mit den Begleitern hier ist auf jeden Fall richtig cool und ich möchte dieses kleine Zwitscherlein da. Oder dieses kleine Elektroding da, das sind so meine Lieblinge. Die, wenn die so reinkommen ins Spiel, dann möchte ich auf jeden Fall diesen Feuerdings haben. Damals bei Pokémon war Flamly auch mein Lieblings-Pokémon. Also nicht mein Lieblings-Pokémon, aber einer meiner Lieblings-Pokémon. Ich fand Flamly unnormal geil. Ich habe das immer genommen in Pokémon Smaragd, Saphir und hier Rubin. Aber Rubin habe ich nie gespielt. Leute, die News, ne? Ihr merkt schon, ich bin richtig euphorisiert und ich kann es kaum abwarten. Deswegen, guckt unten in die Beschreibung. Da ist mein Twitch-Link. Wir werden am Freitag streamen und es wird ein Drunk-Stream mit Extreme geben. Ihr könnt euch auf eine Menge gefasst machen. Es wird geballert. Wie es mit dem Drunk-Stream aussieht, wird nämlich so sein, für jeden Dungeon, der gelegt wird, wird ein Shot getrunken. Bei Extreme oder bei mir oder bei Crunchy. Wir werden alle drei streamen
Und das wird eines, wenn nicht das größte Shakes and Fidget Stream Event, das es jemals gegeben hat. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Freitag und Samstag und vielleicht auch Sonntag. Hashtag ballern, Leute. Bis dann, Leute. Ciao!